Grußkohrtale zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 31. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet Gott über alles lieben. Das bedeutet den Nächsten lieben. Wer den Nächsten richtig liebt, wird auch Gott richtig lieben. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, im Evangelium hören wir, wie Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wurde: Welches von allen Geboten ist das Erste, das Wichtigste? Wollte er Jesus prüfen, ob er die Gebote wirklich kennt? Wenn wir hier von Geboten sprechen, dürfen wir nicht meinen, es gehe um die 10 Gebote, weit gefehlt. Im damaligen Judentum gab es ungefähr 600 Gesetze und Gebote, die alle zu beachten waren. Da will es schon was heißen, wenn Jesus den Mut hat, all diese 600 Gesetze zu einem Doppelgebot zusammenzufassen. Die Antwort Jesu ist sehr bedeutsam. Er verbindet 2 Gebote, die im Alten Testament an verschiedenen Stellen stehen. Das erste Gebot, die Gottesliebe, ist noch selbstverständlich für die Juden, aber die Verbindung mit der Nächstenliebe ist etwas Neues. Gottesliebe und Nächstenliebe nennt man seither das Doppelgebot der Liebe und es ist für uns Christen wirklich das Entscheidende und Wichtigste. Wie aber kann ich feststellen, ob ich Gott wirklich liebe? Bei der Nächstenliebe ist es relativ einfach. Ich kann sie durch meine Werke beweisen, wenn ich meinen Nächsten etwas Gutes tue.
Aber bei Gott ist es schwieriger. Gott ist nicht greifbar. Ich stelle mir vielleicht die Frage, liebe ich Gott wirklich oder bilde ich mir es nur ein? Manche sagen, mich betrübt, dass ich so gar nichts von der Liebe Gottes in mir fühle, auch wenn ich Gott noch so sehr liebe. In der Gottesliebe ist das Gefühl nicht das Wichtigste. Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, das ist das Allerwichtigste. Das klingt uns sehr vertraut und ist uns bekannt. Deshalb sind wir auch in der Gefahr, die Größe, das Gewicht dieses Satzes zu unterschätzen. Jesus' Doppelgebot der Liebe stellt uns vor eine große Herausforderung. Das liegt schon in der Natur der Liebe. Denn die Liebe sagt niemals, jetzt ist es genug. Die heilige Teresa von Avila sagte, ohne Liebe ist alles nichts. Jesus fordert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Gott will nicht nur Almosen von uns, nein, er will unser Ganzes sein. Die beiden Liebesgebote sind untrennbar miteinander verbunden, wie die zwei Balken des Kreuzes. Der senkrechte Balken ist die Liebe zu Gott, der Querbalken die Liebe zum Nächsten. Jesus ist die Liebe selbst. Er gab sein Leben hin für diese Liebe. Eigentlich gab Jesus uns nicht dieses Doppelgebot, sondern eher ein Dreifachgebot. Die Liebe zu uns selbst. Es heißt ja, den Nächsten lieben wie sich selbst. Wie aber liebe ich mich richtig? Es gibt eine richtige und eine falsche Selbstliebe. Wenn ich nur auf mich schaue, das ist sicher nicht die richtige Selbstliebe. Mein Ich ist die Wand zwischen Gott und mir. Dieses Ich muss ich überwinden. Nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Die richtige Selbstliebe ist selbstlos. Kein Egoist kann den Nächsten lieben. Wer den Nächsten richtig liebt, wird auch Gott richtig lieben. Gottes Liebe steht am Anfang. Sie kommt nicht aus uns, sondern zu uns. Ihr Zeichen ist die Krippe, das Kreuz und der Altar. Paulus mahnt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ein italienisches Sprichwort lautet, die Liebe hat zwei Tochter, die Güte und die Geduld. Geduld ist die Alltagsform der Liebe. Güte und Verzeihen die Höchstform. Amen.
Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Die Kinder in der Schule sollen einen Aufsatz schreiben über das Thema, wenn ich Millionär wäre. Aber Fritzchen sitzt nur da und schreibt nicht. Da kommt der Lehrer und fragt ihn: Wieso schreibst du denn gar nichts? Da sagt Fritzchen: Ich warte auf meine Sekretärin. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!